Ahrensen versucht es wieder mit der kurzen Variante, wie es im zweiten Satz gut funktioniert hat. Und da hat Schwerin auch Schwierigkeiten. Ludwig mit dem Ball ins Aus. Da ist er ja abgerutscht. 1:1. Angabe Müller. Wieder die kurze Variante. Diesmal sind die Förder da. Mittelmeier mit dem langen Ball. Jetzt wird Hörst zum Ball gehen. Langer Ball. Und Mittelmeier kommt nicht ran, entschuldigt sich sofort. Das war meiner. 2:1 für Schwerin. Ahrensen wieder mit der kurzen Variante. Schwierigkeiten bei Hörst. Und der lange Ball von Maren Ludwig. Mittelmeier und jetzt Ahrensen mit der kurzen Variante. Hat Müller aufgepasst. Und da war sie im Netz, die Ahrensen. Und damit Punkt für ESV Schwerin 3:1. Ball im Netz. Martina Müller gar nicht richtig mitgekriegt. Schlägt den Ball noch, aber auf jeden Fall der Punkt für den ESV Schwerin. Angabe im Netz von Ahrensen. 4:1. Und damit haben wir den dritten Angabefehler in diesem Spiel von Ahrensen. 0 auf der Seite von Müller. Und genau die jetzt auch mit dem guten Sprungball, aber gut abgewehrt. Und Ahrensen jetzt mit der Chance zum Punkt. Aber zu schwach. Und kurz abgelegt von Hörst. Und die haben die Förder noch gut geholt. Ist noch ein gefährlicher Ball. Nixdorf nach vorne und Hörst mit der Möglichkeit zum Schlag. Noch gut gelöst. Aber die Förder jetzt mit ihre Möglichkeit, Ahrensen, kurze Variante, Müller hat den Ball und Hörst mit der Möglichkeit zum Gegenschlag und er ist gut. Keine Chance, durchgeschlagen zwischen Ahrensen und Tabell zum 5:1 für Schwerin. Das haben wir hier so nicht erwartet. Ahrensen. Kurzer Ball, Punkt für Förde. Da kommt Nixdorf zu spät. 5:2. Müller. Wieder gut angenommen. Ahrensen kriegt den Ball direkt rüber. Chance für Schwerin. Müller geht hin. Kurzer Ball. Nee, es wird ein langer Ball. Tabel gut geholt. Und Ahrensen ihrerseits. Hörst hat den Ball. Nixdorf, Müller. Mit dem langen Ball und da geht niemand hin. Mittelmeier hätte da eigentlich zum Ball gehen müssen. Also sie hat mit jemand anderem gerechnet, aber da war niemand. 6:2 für Schwerin. Ahrensen. Wieder die kurze Variante.
Nixdorf bringt den Ball rüber. Und erneute Möglichkeit für Förde. Der dürfte kurz kommen. Genau. Müller gut aufgepasst. Nixdorf bringt den Ball wieder rüber. Konnte Schwerin kein Kapital ausschlagen. Stattdessen jetzt wieder Förde. Ahrensen. Gut aufgepasst von Hürst. Und Müller mit dem Ball. Und den Punkt. 7:2 für Schwerin und der Schiedsrichter zeigt es an. 5:4. Das hat sich der TV Förde hier aber auch ganz anders vorgestellt. Müller mit dem Ball ans Netz. Der wollte sich einfach nur kurz rüberlegen. Gelang er nicht, 7:3. Martina Müller. Gute Angabe. Und sie kriegen die Förder noch rüber. Das haben sie gut noch gelöst. Und Hörst mit der Möglichkeit und der dürfte an die Seite gehen. Aber auch den holen die Förder wieder. Ahrensen. Kurze Ball rüber. Hörst. Hat das Netz berührt, der Ball. Und damit Punkt. Für Förde. 7:4. Martina Müller. Kurze Variante. Aber können die Förder wieder rüberbringen? Hörst. Nixdorf und dann wird es Martina Müller sein, die den Ball wieder rüber shootet. Die Förder gut aufgepasst, kurze Variante, aber nicht gut von Ahrensson. Und Hörst jetzt mit der kurzen Variante, aber der Ball ist zu weit, 7:5. Martina Müller. Ja, der Ball wäre wohl zu weit gewesen, gehen trotzdem hin. Und Ahrensson mit der Möglichkeit. Die Schweriner diesmal gut geholt und Martina Müller jetzt erneut. Und der war aus. Niemand dran und das ist erneut der Punkt für Förde, 7:6. Da haben sie jetzt aber gut den Vorsprung abgeknabbert. 5 Punkte war Schwerin bereits vor. Und jetzt ist es nur noch einer. Und jetzt scheint genau das einzutreten, was wir im zweiten Satz schon mal erwähnt hatten. Der Kopf bei Schwerin ist nicht mehr ganz dabei. Jetzt kriegen sie hier Angst vor der eigenen Courage. Vor dem guten Spiel, was sie bisher gezeigt haben. Ahrensen. Hörst hat den Ball noch. Und Müller bringt ihn weit rüber. Und Tabel kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. War ein Verlegenheitsball von Müller. Aber dann doch der Punkt für Schwerin. 8:6.
Müller mit der kurzen Variante. Arntzen ist am Ball. Und die Förder bekommen ihn tatsächlich wieder zurück ins Spiel. Der lange Ball von Mittelmeier. Aber jetzt hat Schwerin natürlich die Möglichkeit, hier aufzubauen. Einen guten Angriff. Und Müller die Möglichkeit zum Shooten. Wieder Arntzen. Und wieder kriegen die Förder den Ball wieder rüber. Und wir haben gesehen, wie gefährlich das sein kann, wenn man den Ball einfach nur rüberspielt. Nächster auf Hürst. Und da ist die Lücke zwischen Mittelmeier und Havel. 9-6. Arntzen. Die Angabe, Schwerin gut unter Kontrolle, Nixdorf und jetzt wird es Müller sein. Den Ball lang rüberbringt. Tabel. Mittelmeier. Und Arntzen, die wird kurz. Nein, lange Variante gespielt. Schwerin steht aber hinten an der Linie deutlich besser, wie es bei Förde der Fall ist. Und jetzt Hürst. Tabel holt sich den Ball. Abklatschen mit dem Trainer währenddessen und Arntzen. Mit der kurzen Variante Müller, gut aufgepasst. Nixdorf und Hürst. Mit einem Ball, der ist viel zu weit. 9-7. Das war ja schon fast ein Anschlag auf den Trainer, der da hinten an der Linie steht. Martina Müller bei der Angabe. Und Arntzen mit der kurzen Variante. Der Ball im Netz und die Freude beim Schweriner Trainer. 10-7. Und damit haben wir Matchball ESV Schwerin. Und es sollte wohl mit dem Teufel zugehen, wenn das hier jetzt nicht gelingt. Arntzen will es aber erstmal verhindern. Aber Hörst hat keine Probleme mit dem Ball. Und Müller jetzt mit der Möglichkeit, das Spiel hier abzuschließen. Und das gelingt mit der kurzen Variante. Und der Sieg für den ESV Schwerin über den TV Förde. Da sieht man die langen Gesichter. So hat man sich das hier vorgestellt auf Schweriner Seite. Der erste Sieg in der Bundesliga wird dann auch gebührend gefeiert. Glückwunsch an Schwerin und der TV Förde hat jetzt gleich die nächste große Aufgabe vor der Brust, nämlich den deutschen Meister. Wenn sich die beiden Mannschaften hier verabschieden, macht sich der Einhorn aus der SV bereit für ihr Spiel. Anoster bereit für ihr erstes Spiel gegen Förde und dann im zweiten Spiel dann noch einmal mit dem ESV Schwerin.